Hallo und willkommen zurück zu Randomized Thracia. Oh Gott, war der letzte Part ein Reinfall. Ich vermute mal, dass ich das in der Zeitspanne, wo ich weg war, in den 4 Stunden halt eben... Ich weiß nicht, irgendwie ich... mit dem Computer was angestellt habe. Eigentlich habe ich nichts damit gemacht. Aber keine Ahnung, als ich wieder... Oder... Sagen wir mal so, als ich wiedergekommen bin... sah alles okay aus, aber dann als ich das Video bearbeiten wollte, Alter. Erstmal schön Pfeil korrupiert. Läuft. Egal. Egal. Erstmal muss ich gucken, ob es überhaupt aufnimmt. Es nimmt auf. Gut. Gut, gut, gut. Passt alles. 11. Kapitel, wie man sieht. Sehr kurz. Sehr kurz, sehr kurz. Nervig, aber hat seine Gründe. Für diese Map nehme ich Leaf, Bren, Safi, Nana, Tanya, Sylphina, Ronan, Kane und Carrion mit. Ich habe keinen blassen Schimmer, wen ich einen noch mitnehmen sollte, der irgendwie so diese Map einfacher machen würde oder nützlicher. Manche Leute will ich aber hier aussetzen lassen, damit sie ihren Fatigue abbauen können, zum Beispiel Karen. Sie hat 37 Fatigue und 38 HP. Sakta ist nicht wirklich prickelnd auf dieser Map. Könnte hilfreich sein, aber keine Ahnung, ob ich ihn mitnehmen soll oder nicht. Er hat auch so ein bisschen Fatigue. Karen ist jetzt fertig, war letztes Kapitel auf der Bank. Und ja, ich versuche einfach mit den Einheiten hier durchzukommen und gucke, ob das funktioniert. So. Dieses Kapitel sehen wir hier. Fred! Und er kommt wieder mit einer Voltage. Im letzten Kapitel konnten wir sie nicht klauen und in diesem Kapitel... juckt's mich eigentlich nicht, ob ich sie klaue oder nicht, weil er sie im nächsten Kapitel sowieso nicht benutzen kann. Also kann ich sie einfach hier klauen. Auch gut. Hier ist Kampf. Man kann ihn nicht besiegen. Und ich verarsche euch gerade auch nicht. Kampf hat genau die gleiche Unverwundbarkeit oder die Unbesiegbarkeitsflagge, die Evil in den ersten... 3 Kapiteln des Spiels hatte. Man kann ihn nicht besiegen, das Einzige, was man machen kann, ist ihn angreifen und direkt im nächsten Gegnerzug teleportiert er sich weg. Vorher können wir aber noch sein Zeug klauen. Das ist eine Möglichkeit. Dann hier gibt es 2 Killer Bow Archers. Nervig. Die Typen hier haben manchmal ein Dorky, manchmal nicht. Ich weiß gar nicht, ob da ein Muster zu ist, wer das ein Dorky hat oder nicht. Scheint, als wären es die letzten 5. Bis auf der links. Das nachfolgende Kapitel. Kapitel 11x. Ich weiß nicht mehr, was man alles genau machen muss. Man muss... Ich glaube, es waren 3 Sachen. Man muss hier in die Mitte mit Leaf reingehen. Man muss das Kapitel in weniger als 30 Zügen beenden. Und Fred muss überleben. Glaube ich. Irgendwie waren das 3 Sachen. Aber, joa. Es ist nicht wirklich schwer, in das nächste Kapitel reinzukommen. Wie man sehen kann, Kane hat nur Äxte in seinem Inventar. Wer den letzten Part verpasst hat, Kane ist super overpowered. Ich will auch erstmal. Ich glaube, wenn ich trade, ist mein Zug direkt weg. Also kann Ronan traden. Ich will, dass die Eisenachse komplett vorne ist. Dann kann ich ihn nehmen, hier hinstellen, Master Seal nehmen und ihn einfach mal das Spiel kaputt machen lassen. Es ist so unglaublich. Was er wird. Aber naja. Berserker. Er kriegt nur 10 Speed anstatt 12. Es ist immer noch einiges. Also ihn kann ich jetzt wirklich in jeden einzelnen Gegner reinwerfen und ihn juckt's nicht mehr. Er ist wesentlich stärker als Karen. Doppelt nicht so viel. Eigentlich doppelt aber immer noch, aber wesentlich stärker als Karen. Auf Safi habe ich auch einen Lockpick, weil ich keine Ahnung habe, ob es
bei ihr funktioniert oder nicht. Ich will es mal ausprobieren. Irgendwas anderes, was ich noch sagen müsste? Keine Ahnung. Carrion kann Sachen heilen. Ich habe Selfina dabei. Ich weiß nicht, wie viel mir fehlt gerade irgendwie Sachen, über die ich erzählen könnte. Warum habe ich ihm zwei Rapiers gegeben? Keine Ahnung. Egal. In diesem Kapitel kriegen wir was Besonderes hier oben links in der Kiste. Einen Torch Staff, der sehr hilfreich sein kann in den nachfolgenden Kapiteln. Man kriegt den hier in Kapitel 11 und dann Kapitel 11x, Kapitel 12 und Kapitel 12x sind alle Fog of War Kapitel. Drei Fog of War Kapitel hintereinander. Ja. Und das ist jetzt die In America Meme des Story Patches, die man leider in einem Menü Patch nicht sehen kann. Aber naja, ist jetzt nicht ganz so schlimm, dass wir das nicht sehen. So, die Bögen will ich haben, weil Killerbögen hilfreich sein könnten. Ich weiß nicht wo, aber sie könnten irgendwo hilfreich sein. Ja. Denn hier ist immer noch gut. Aber als Swordmaster. Ja. Naja, und so. Kann nützlich sein. Irgendwie. Denn ihre Sachen können wir einfach direkt klauen. Und da können wir auch schon direkt die zweite Waffe klauen. Ich glaube, den mit der Long Lance will ich capturen. Wenn der Long Lance relativ gut ist. Easy. Easy. Kane wurde jetzt echt von beschissener Einheit zu stärkster Einheit in meinem gesamten Team. Einfach nur wegen der Berserker-Promotion. So overpowered. Verdammt, ich habe ihm keine gescheite Waffe gegeben. Okay, das ist nervig. Aber ich glaube, ich wollte ihm den Rapier nicht geben. Glaube ich nicht. Aber, nee. Sachen, über die ich reden könnte, ich bin ja, wie viele wissen, in dem Discord-Server von Mangs. Was nehme ich denn jetzt? Nehmen wir das D-Sword. Ja, und ein paar haben auch gesagt, sie würden gerne meine Videos angucken, aber machen es halt eben nicht, weil Deutsch und so und verstehen sie nicht und all sowas. Wir sind erst in Kapitel 11, aber irgendwie hatte ich schon die Idee, nachfolgendes LP in Englisch zu machen. Bei mir wird das definitiv nicht prickelnd laufen. Ich meine, mein Englisch ist jetzt nicht allzu schlecht. Ich gehe noch zur Schule. Ja, deshalb kommen die Parts immer so in komischen Zeiten. 12. Klasse. Ja. Yeah. Ey, 6%. Aber ich bin trotzdem noch einer der Besten in Englisch in meiner Klasse. Ich bin auf jeden Fall nicht scheiße. Sagen wir es mal so. Jetzt ist verständlich, was ich sagen kann. Wenn ihr wollt, könnt ihr es. Ja, das macht Schaden. Wenn ihr wollt, könnt ihr es mir auch sagen, ob ich das machen sollte. Ob ihr es euch auch angucken würdet. Ja. Ich
habe mir auch schon überlegt, wenn das LP fertig ist. Es dauert noch eine ganze Weile. Also, es ist jetzt nicht so, als ob es innerhalb von einer Woche fertig sein würde. So ist es nicht. Definitiv nicht. Die nächsten Kapitel, die folgen, werden noch richtig lang werden. Aber im Endgame wird es relativ schnell wieder durchgehen, einfach nur wegen dem Warpstaff. Bisher nutze ich noch einen. Oder bisher nutze ich immer noch eine 2 Monate alte Version des Randomizers. Und es hat sich halt eben ein paar Dinge verändert. Ein paar Dinge, an denen NetNerd auch noch gearbeitet hat. Aber ich meine, wie ich es gehört habe, gibt es da Boss-Randomization. Was auch cool sein kann, wenn der erste Boss einfach anstatt ein Armonite als, keine Ahnung, Troubadour rumrennt und einem dann gerade das Heilstab gibt. Ich bezweifle, dass es so eine Sache ist, aber man kann ja hoffen. Ich kann keinen jetzt einfach hier vorne mit dem Hammer hinsetzen. Ihn juckt das nicht. Absolut nicht. Also, ich werde dann vermutlich mal ein paar Parts machen und dann gucken, ob der Randomizer noch ein paar Glitches hat, die ich dann neu dazugekommen sind, oder ob das so ungefähr so stabil ist wie der hier gerade. Dann werden wir sehen. Ich meine, Thracia allein macht mir schon richtig viel Spaß. Randomizer macht's 100-mal besser. Und ja. Ich meine, Thracia allein ist schon ein seltsames Spiel zu mögen. Greifen Kane noch nicht mal mehr an. Liegt einfach an der Tatsache daran, dass Thracia kann halt eben, je nachdem wie man sehen will, ich sehe es immer als 1999 an, wo das Spiel rauskam. Heißt, dieses Spiel, was ich gerade spiele, ist ein Jahr älter als ich. Schon was, worüber man nachdenken kann, ne? Schon was, worüber man nachdenken kann. Es gab auch einen Grund, warum ich Garion eigentlich dismounted habe, weil er nur dismounted hier rein kann. Ist wieder indoors. Wieder nach drinnen. Fred, ich glaube, Fred greift einen normalerweise an, wenn man sich irgendwie hier in seine Reichweite reinstellt. Da aber keine Waffen hat, juckt's mich nicht. Bin mir aber nicht sicher, ob er angreift oder nicht. Das Gute ist, ich kann jetzt die Door-Keys klauen. Kann ich sogar machen. Ich mach Capture, Hammer, One-Hit, weg. Bam. 85er. Mit einem Capturing. Mit einem Hammer. Trotzdem noch so viel. Egal. Meins. Selfie hat noch ein bisschen Platz im Inventar. Ja, hat sie. Dann kannst du noch das Vulnerary nehmen. Und das war's dann. So, alle da rein. Alle da rein. Lief als letztes. Lief muss ich dann auch irgendwie. Ich glaube, hier so irgendwo. Hier die Ecke. Die drei Ecken sind jeweils safe dann. Müssen wir mal gucken. Kane hat so viel Verteidigung. Deshalb war er nicht angegriffen. Aber Brayden hat durch das Capturing halt eben weniger Verteidigung. Falls ich irgendwelche bescheuerten Sachen auch irgendwie in diesem Kapitel mache, sage oder sonst was. Es liegt daran, dass es fast Mitternacht ist. Ich habe eigentlich gesagt, dass ich den Part hier direkt nach dem anderen Part aufnehmen wollte, der halt eben um 19 Uhr fertig war. Aber ich habe währenddessen noch ein bisschen
YouTube geguckt und so. Ne. Typische Sachen gemacht. Ich will mich einfach hier einfach nur freihauen. Moment. Typische Sachen gemacht. Und wollte warten, bis das Video komplett hochgeladen ist, falls ich noch irgendwas drin machen muss. Keine Ahnung. Hab dann noch einen Film auf dem Fernseher geguckt. Interessiert vermutlich keinen, aber wer weiß. Ich will auch ein paar Sachen von Brighton jetzt abnehmen. Es waren so viele Sachen, die ich jetzt abnehmen konnte. Jetzt kann ich noch mehr Sachen abnehmen. Wisst ihr, wie nervig es ist immer, wenn man irgendwas machen will? Oder es ist einfach ständig eine Mücke um einen herum. Oh, es regt mich gerade so komplett auf. Vor allem, wenn es im Raum größtenteils dunkel ist und die dann direkt vom Bildschirm klebt. Dieses Kapitel ist auch nicht wirklich interessant. Ui, Ammonites. Jetzt würde ich es sogar schön finden, wenn wir angegriffen werden würden. Einfach nur, weil wir dann diesen 1% Hit sehen und dann so Ding! Wieder kein Schaden. Jetzt kann ich ja mit ein paar mehr Leuten hier auch aufräumen. Sie hat gerade das Rapier genommen, oder? Hat sie. Oh, C. Ah, jetzt. Es ist C. Safi kann aber Sachen stehlen, also. Ich will es aber nicht wirklich hier reinstellen. Aber allzu viele Dorkies brauchen wir jetzt auch nicht. Schon wichtig. Schon wichtig, aber hier nicht allzu wirklich. Ich meine, ja. In diesem Kapitel. Es passiert noch Sachen. Also. Ist nicht so, dass wir einfach an Fred vorbeirennen und dann direkt Kämpf schlagen. So ist es nicht. Es passiert noch was. Aber im Moment ist es relativ langweilig. Deswegen ist Selfina, deswegen kann der Skill auch relativ hart backfiren. Also Cost ist so, kann gut sein, kann schlecht sein, man weiß nicht. Wenn sie halt eben von irgendwas getroffen wird, wo sie sehr viel Schaden erleidet und dann halt eben noch so viel HP hat, dass sie nochmal getroffen wird, ist es relativ schlecht. Aber so kann sie halt eben auch die Gegner töten, ne? Ich weiß nicht, ob ich die Animation ausstellen soll ab einem bestimmten Punkt. Aber es ist halt eben ein bisschen langsam, ne? Ich meine, es ist schön, immer die Hitrate zu sehen und alles, aber muss man das wirklich mal anhaben? Lass mal dieses Kapitel nochmal an. Magic. Brauchst du nicht wirklich. Und noch mehr Gegner. So. So. Hat er noch einen Dorky? Hat er. Auch meins. Dann können wir uns gleich mal vorbereiten auf die Sache, die passieren wird. Bam, 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 bam. Nimm noch so viel XP. Ja.
Wer hat denn jetzt eigentlich die Scrolls? Wem habe ich die Scrolls gegeben? Tanja. Toll, Tanja kommt nicht mehr hin. Der Typ hatte auch noch keine Sachen mehr. Egal. So, dann können wir Fritz Voltage klauen. Mit allen in diesen Raum rein. Obwohl ich mit Selfien eigentlich noch hier oben will. So ungefähr. So. Dann gehen wir zu Fred, klauen Eiskalt sein Voltage. Meins. Dann nehmen wir mit ein paar Leuten die Dorkies ab. Damit wir hier möglichst viel errichten können. Kann er nach da oben laufen? Ja, kann er. Gut. Tanja ist auch mal in der Ecke. Carry on. Na. Okay, egal. So. Und jetzt. Jetzt geht's los. Hier in die Ecke. Wait. Dum, dum, dum. Die Türen gehen zu. Fred wird eine grüne Einheit. Und zwei Ballista spawnen. Hurra! Wer mag denn keine Ambush-Ballistas? Nur mein Spiel ist Fritz Verteidigung und HP auch so gewählt, dass er genau mit einem HP zwei Hits von Ballistas überlebt. Genau geregelt. Heißt, was ich jetzt probieren könnte, kann sie eine Tür aufmachen. Sie kann eine Tür aufmachen mit dem Lockpack. Ui. Ey, sie ist nützlich. Sie ist nützlich. Wir müssen auch unten die drei Türen aufmachen. Ich weiß nicht, ob das besser wäre, als oben die drei Türen direkt aufzumachen. Wäre vermutlich besser. Umso schneller Fred sich verpisst, umso besser ist es. So, dann können wir die Tür miteinander aufmachen. Obwohl. Ja, sie hat 10 Verteidigung. Macht 15, der macht 15 und das ist genau ein Kill, ne? Yep. 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 Haben auch noch 40% Hit auf ihr, also. Ronan überlebt aber. Ja, und das meine ich mit diesem Dreieck. So, dann gebe ich den mal zu Ronan und dann kann Ronan die Tür aufmachen. Kann Selfina die zweite aufmachen und Kane die dritte. Nein, Kane die dritte. So, jetzt kann Fred auch abhauen im nächsten Zug. Größtenteils. Machen wir noch mehr Türen auf, dann können wir noch mehr Türen aufmachen. 5 Türen in einem Zug, nicht schlecht. Gut. Mal gucken, wer jetzt abgeschossen wird. Fred, hoffentlich überlebt er. Dodge. Okay. Okay, ja, er überlebt noch mit einem HP. Gut. Und jetzt verpiss dich. Oh. Was ein Vollidiot. Er soll sich eigentlich hier unten raus. Er soll eigentlich hier unten rausrennen. Was ein Vollidiot. Ich bezweifle, dass die irgendwas Nützliches haben. Ja. Irgendjemand braucht eine Heilung irgendwie so. Zephina, 2 HP. Ja,
Steht Brain in der Reichweite der Magie, aber dürfte auch nicht allzu schlecht sein. Joa. Und jetzt warten wir. Ne. Ich meine, er kann nur von einer getroffen werden. So. Das macht aber auch ordentlich Schaden. So, der Typ hat auch noch ein Physik. Will ich haben. Fred, hau ab. Was zur Hölle, Fred? Hau nach unten ab! Hör auf, Scheiße anzustellen! King kriegt alle alleine weg. Den juckt echt nichts mehr. Einfach diese Stats und Wrath und B-Rang-Äxte. Ich kann einfach Ace-Kind Master Axe benutzen, dringend nach Promotion. Natürlich, natürlich, weil sie auch so fair ist. So, machen wir da noch die Tür auf. Kann Safina auch nochmal reinlaufen. Da kann Kyrian vorher auch nochmal heilen. Warum nicht? Oh ja, die Animation. Könnte ich auch rausstellen. So. Noch ein Crit. So langsam fangen auch wieder meine Ohren weh zu tun. Allein wegen dem Headset, was ich aufhab. Nicht die intelligenteste Methode, um Videos aufzunehmen, aber ich habe nichts Besseres. Gut, Ronin. Gut gemacht. Fred, jetzt hau ab. Husch, verpiss dich. Physics Staff kommt näher. Endlich. Endlich. Er wird vermutlich wieder zurückrennen, wenn er sich heilen muss. Weil ich habe keine Ahnung, wie die AI in diesem Fall funktioniert, aber es ist definitiv dämlich. Definitiv. Bam. Den Crit mag ich auch so sehr. Sieht so cool aus. So. Das da ist meins. Kann der Typ auch nicht mehr viel anstellen. Ist aber kein Kill. Nee, er lebt mit 2 HP. Oder auch nicht, weil es einfach krittet. Schön. Schön. Jetzt kann ich, glaube ich, einen Großteil meiner Einheiten hier aus der Ballista-Reichweite rausziehen. Ja, kann ich. Wenn nicht sogar alle. Ich glaube, das sind sogar alle. Das ist das Problematische, was noch passieren könnte, wäre, wenn Fred gekrittet wird, aber das dürfte eigentlich nicht passieren. Gut. Jetzt rennt er weg. Genau das, was ich will. Dann machen wir noch ein bisschen Platz, damit wir auch an Kämpf rankommen. Können wir mal gucken, was wir ihm klauen werden. Throwron ist nicht dazu prickelnd, weil es nur 10 Benutzungen hat. Und ist A-Rang, also wir haben keinen, der es benutzen kann. Master Sword schon eher. Kommen wir schon eher so in die Richtung.
Aber naja. Ich glaube, ich habe irgendjemanden auch noch einen Chestkey mitgegeben. Hatte ich das nicht? Irgendwo, irgendjemand? Chestkey? Nein? Neun? Scheint nicht so. Ja, verdammt. Die haben alle... Nee, die haben nur Poison Access. Okay, die machen echt nichts. Nichts Dramatisches. One Hit. Ja. Und ein Level. Ich glaube, Startbenutzer kriegen sogar Bonus XP. Genauso wie Diebe. Normalerweise. Ich glaube, da war irgendwie sowas. Jetzt können wir die Tür hier aufmachen, dann kann Seffi die Sachen klauen. Oder Seffi den Torch-Staff nehmen. Dürfte auch funktionieren. Gut. Level. Strength Speed. Besser als Ronin. Besser als Vanilla Ronin. Ach gut. Ich hoffe immer noch, dass wir in diesem Map hier noch irgendwie entweder so einen schönen... Ja, was heißt entweder? Ich hoffe einfach nur, dass wir in diesem LP noch so einen schönen Baron finden. Als spielbaren Charakter. Weil Baron so eine rechtlich overpowerte Klasse ist. Einfach A-Rang in wirklich allem Möglichen. Ich glaube, ein Licht hat Baron weniger. Und da treffen wir schon wieder 99% nicht. Irgendwas läuft heute nicht. Irgendwas läuft heute echt nicht. Aber meine Einheiten sind so stark. Mich juckt es nicht, ob ich 99% nicht treffe oder ob ich es treffe. Noch ein Level für Serfina. Auch gut. Auch gut. So. Ronin, Tanja. Mit ihr will ich noch irgendwie was anstellen, aber da wäre ein bisschen bescheuert, mich hinzustellen. Dann bleiben wir einfach hier stehen. Greift trotzdem Serfina an. Naja. Keine XP für Tanja. Bam. Sie kriegt aber auch noch richtig viel XP. Und da ist er weg. Es ist Zug 15. Wir haben noch viel zu viel Zeit. Viel zu viel Zeit. So, er hat noch ein Item-Slot frei. So klauen wir einfach mal sein Zeug. Thoran ist ein bisschen unfair, weil es eine hohe Crit-Chance hat. Aber was ich mich frage, ist, kann Kane gerade so einen Hit überleben? So einen Crit, so... Au, nein. Au, au, au. Ich will nicht gekrittet werden. Tanja, gib ihm Scroll. Scheißegal welchen. Tschüss, Kampf. Ich kann ihn einmal treffen, aber das war's dann auch. Wie gesagt, ich kann ihn nicht killen. Und Thoran. Au. Miss und nochmal Miss. Genau. Und nächsten Zug ist er weg. Einfach weg. Krieg den Thoran nicht, aber mich juckt's auch nicht. Im Allgemeinen sind die drei 10 Benutzungen und halt eben A-Rank. Zauber. Nicht wirklich so prickelnd. Jedenfalls die Animal-Zauber. Also Bolgenon, Tornado und Thoran. Bolgenon ist noch nicht mal normalerweise im Spiel.
Ich meine, es ist in den Dateien enthalten, aber man kriegt es nie im normalen Spiel zu sehen. Oh Gott, die Heilanimation. Und nochmal. Danke, Carrion. Macht das Spiel noch langsamer. Ja. Aber wir sind im nächsten okay weg. Kurzes Kapitel. Nicht schwer. Tschüss, Kampf. Und wupp. Und er ist weg. Und das war das Kapitel. Größtenteils. Kurzes Kapitel. 16 Züge. Nicht wirklich was Schweres. Nächstes Kapitel wird Fog of War. Wir sehen Olwyn wieder. Wir sehen Fred wieder. Und einen nervigen Boss. Das steht schon mal fest. So. Dann verabschiede ich mich hier auch wieder einmal und sage Ciao.